ganz sinnvoll. Oh, da ist ein großer gefallen. Das habe ich genau gesehen. Ein bisschen was ist noch. Aber ansonsten haben wir die Insel und die Insel gut planiert. Und ich glaube, genug Holz haben wir jetzt auch gesammelt. Dann warten wir noch, dass diese 7 Blöcke kaputt gehen. Und spannen wir uns und beobachten. Und beobachten. Und beobachten. Und beobachten. Und beobachten. Und beobachten immer noch. Ob man die Flippers irgendwann mal zähmen und reiten kann? Also reiten auf den Viechern wäre sowas von genial. Ich mag den Unterwasser-Content. Vor allem, er ist sehr, ich sag mal, detailliert. Ist das ein fliegender Fisch? Ja, jetzt nicht mehr. Wenn man mal überlegt, was sonst so kam. Ich meine, da kamen ein paar Eisstacheln ins Eisbiom. So ein Iglo und ein paar Eisbären, die auch nicht wirklich was bringen. Und das war's dann. Im Sumpf kam eine Hütte rein. Aber hier haben wir jetzt so viel Kleinscheiß auch drin. Das fängt ja an mit den Seegurken, die ich übrigens sehr toll finde, auch wenn sie komplett useless sind. Und dann die Korallen mit den Fächern dran. Auch eine tolle Sache. Na los! Ich habe doch meine Zeit nicht gestohlen. Und ich wette, wenn wir jetzt weggehen, kommt aus beiden was raus. Das ist so... Das sind Spiderschweine, die will ich nicht schlachten. Die saßen in einem Baum drin. Das ist was Besonderes. Hallo, könntet ihr euch jetzt bitte mal auflösen? Na gut, wie ihr wollt. Da machen wir eine Folge, nur 2 Blöcke beobachten. Ha! Da kam nichts raus. Hey, weg da. Nur weil du ein Spiderschwein bist, heißt das nicht, dass du dir alles erlauben kannst. Habe ich was zu fressen für euch dabei? Nur die Äpfel. Nö, die kriegt ihr nicht. Ha! Natürlich, wenn man hier stehen bleibt, kommt natürlich nichts raus. Naja, dann mal zurück. Schade, dass der dann in die aufrechte Position geht. Sieht viel toller aus, wenn es wie beim Delfin einfach so ein Sprung wäre. Na, das ist schon Kunst, oder? Das ist ja fast auf dem Wasser laufen.
Na gut, das ist jetzt wirklich auf dem Wasser laufen. Kann ich nicht spielen. Das ist so schlimm, die ganze Nase verstopft und wenn man da mal hochzieht, hat man dann wirklich nur diesen Blutgeschmack im Mund. Na gut, es gibt Menschen, die können generell mit Nasenschleim und so vom Geschmack her gar nichts anfangen. Mir ist das relativ wurscht. Das landet im Magen und fertig ist. Ich hasse einfach diese Leute, die dann hochziehen und ausspucken. Das finde ich so ekelhaft einfach. Weil da ist nichts Schlimmes dran, das Zeug einfach, wenn das eh schon im Rachen ist, runterzuwürgen. Aber dieses Ausspucken ist so widerlich. Also geht mir zumindest so. Wartet. Ah nee, davon haben wir da noch genug. Das Blümchen könnten wir irgendwo einpflanzen und den Rest behalten wir erstmal. Also das ist zumindest meine Meinung. Vor allem ist ja auch das Problem, die spucken hier, die gucken ja nicht, dass sie irgendwie an den Straßenrand, die spucken ja, wo sie gehen und stehen. Und dann latschst du dort rein und hast die ganze Scheiße unterm Fuß kleben. Und das Zeug ist ja von der klebrigen Natur, trittst ein paar Schritte weiter dann in einem Papier oder was weiß ich und hast das dann auch noch dran kleben. Außerdem macht's Flecken auf den Stein. Nicht so schlimm wie die Kaugummiflecken, um Gottes Willen, aber es nervt, es stört mich einfach. Ich sag mal, es gibt durchaus schlimmere Dinge als Menschen, die in der Gegend herumspucken. Aber das ist schon nicht schön, sagen wir es so. Ich meine, wenn jetzt jemand sich unbedingt aus gesundheitlichen Gründen auf der Straße übergeben muss, habe ich kein großes Problem mit. Kann passieren. Ist mir auch mal passiert, da hatte ich Magen-Darm, musste ja trotzdem einkaufen. Hatte nichts im Haus, also keine Salzstangen, keine Cola, nichts, um meinen Kreislauf mal wieder hinzukriegen. Na, da musst du halt raus, wenn du niemanden hast. Naja, und dann im Kaufland, im Aufzug, ist dann der Kreislauf ganz weggesackt. Und ich habe mich dort übergeben. Naja, hab Bescheid gesagt. Es gibt ja Leute, die würden das machen und dann einfach gehen. Gibt es sicher. Ja, gibt es garantiert. Ich kenne solche Leute. Das ist die Art Menschen, denen irgendwas aus dem Regal fällt und die es dann mit dem Fuß einfach unter das Regal schieben. Das sind die Besten. Das sind richtige Helden. Huch. Sieht relativ merkwürdig aus. So, du da, du bist pink, du bist ein weiblicher Hund. Ah, du wirst Lassie heißen. Dann haben wir die berühmtesten Filmhunde hier schon fast alle versammelt. Komm, Lassie. Ab ins Häuschen. Den Block jetzt gesammelt? Naja, da er da drin nicht liegt, scheinbar ja. Ach, können wir normal machen. Bekommt ja zumindest eine Fackel. So, jetzt brauchen wir neue Schilder. Haben wir hier noch Holz drin? Das könnten wir mitnehmen, damit wir es verballern.
Gott, wir hätten ja noch so viel Birke gehabt. Na gut. Schilder. Keine Ahnung, wie Lessie geschrieben wird, aber ich vertraue einfach mal drauf, dass es so geschrieben wird. So, hier haben wir Platz fürs nächste Häuschen. Das kommt diesmal ganz nach hinten. Die Fackel verschieben wir dafür ein Stück. So, Boden. Dann bauen wir mit Birke. Nee, da ist auch schlecht. Noch ein weiter, bitte. So, wir brauchen neue Treppen. Dann machen wir doch jetzt einfach mal ein bisschen was anderes. Was war das? Aber es ist die richtige Menge rausgekommen, oder? War mal. Ja, stimmt. Sobald man es dann wieder einmal anklickt, ist es wieder normal. Also ist es nur ein Anzeigefehler. Gott, hätte ich jetzt viel Tropenholz gehabt. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich normal gegen solche Ausnutzen von Bugs bin, in dem Moment habe ich mich schon so ein kleines bisschen über das ganze Holz gefreut. Naja, wer hält das nicht? So. Dann komm mal mit. Ja, Kumpel, hierhin. Er hat irgendwas anvisiert da unten. Das heißt, wir dürfen ihn jetzt in die Hütte schieben. So, was gibt's denn noch für Hunde, die in Filmen groß rausgekommen sind? So. Dich haben wir auch drin. So, noch ein paar Gitter dran. Machen wir wieder mal ein paar Eichengitter. Dann machen wir sofort fürs nächste mit. So. Der kleine Idefix, der Hund von Obelix. So. Machen wir mal das nächste Häuschen. Langsam gehen mir die Namen aus. Warte mal, du warst doch Eiche.